Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sophia und ich möchte mit euch, liebe Wassermänner, diese Woche mal angucken, was die KW 41, also vom 9. bis 15.10. für Energien, Impulse für euch bereithält, was da für euch beitragend ist im Kollektiv. Da es eine Kollektivlegung ist, heißt es, dass nicht jeder mit in Resonanz gehen kann und muss. Von daher schaut auch gerne bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen nach oder bei eurem Aszendenten. Ja, in dem Sinne, nehmt auch bitte nur das mit, was euch ein Beitrag ist. Lasst alles andere hier und jeder ist für sich und sein Handeln natürlich selbst verantwortlich. Karten zeigen immer nur Tendenzen auf. Ja, und wenn du für dich gerne eine eigene Beratung möchtest, dann melde dich doch gerne einfach unter WhatsApp. Daten dazu findest du bei mir im Infokanal. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, was im Kollektiv für die Wassermänner für die kommende Woche wichtig ist. So, da hat es schon gestoppt. Das ging ja schnell. Ritter der Stäbe. Ja, hier geht es um irgendwas, was in Bewegung, in Veränderung kommt bei euch, ja. Man hat hier auch ein gewisses Abenteuer, ja, ein schnelles Handeln ist hier gefragt. Ja, oder manchmal auch ist man zu vorschnell, ja. Man darf auch aufpassen, bitte, dass man nicht zu risikofreudig ist. Oder dass etwas, ja, sehr leidenschaftlich ist, aber auch vielleicht ein Strohfeuer, ja, das wieder ganz schnell zu Ende ist. Also bitte auch ein bisschen Acht geben. Wir schauen aber nochmal, was es hier weitergeht mit den Lennemore-Karten. Was darf ich den Wassermännern für die kommende Woche übermitteln? Was ist hier am beitragendsten zu erwähnen? Den Siemerweg für die lieben Wassermänner. Da habe ich das Stopp gekriegt. So, gucken wir mal. Also, spannend, spannend. Wir schauen nochmal mit einer Tarotkarte. Oh, da fällt es schon. Die 7 der Kelche, wie es weitergeht, beziehungsweise was noch wichtig ist, ja. Hier geht es, dass man viele Ideen hat, ja. Jedoch fehlt so diese Umsetzung. Man steht so vor diesen Kelchen und weiß gar nicht, ja, was nehme ich jetzt? Es kommt so eine Unklarheit bei mir herein im Feld. Ja, oder lässt man sich vielleicht täuschen? Ist es vielleicht der eine, ist es vielleicht der andere, ja? Ja, oder man will irgendwas umsetzen und man schafft irgendwie nicht, so diesen letzten Impuls zu haben, es wirklich zu machen. Für manche geht es ja auch vielleicht um Wunschdenken. Ja, oder man hat sich täuschen lassen, ja? Man darf sich ja auch nicht täuschen lassen. Die männliche Person nochmal zur Erklärung steht immer für dein Gegenüber, ja, die weibliche immer für sich selbst. Je nachdem, wie du zuschaust, hat nichts mit deinem Geschlecht an sich zu tun. Also, ihr Lieben, irgendwas kommt hier im Außen auf euch zu, ja. Die Öffentlichkeit, der Park hat immer etwas von außen zu tun und hier geht es um etwas, was dein Fundament angeht, ja, die Verwurzelung in deinem Leben, ja. Hier kommen irgendwelche Nachrichten rein, die können aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kommen, ja, die auch ein bisschen Unruhe in dir bringen, ja. Hier gilt es, die Stärke zu haben, ja, und so ein bisschen sich auf sich selbst zu verlassen, ja. Vor lauter Ideen oder Projekten, ja, also es geht für den einen geht es hier um die Freundschaft, für den nächsten geht es hier um die Liebe, für den nächsten geht es hier ums Berufliche, für den nächsten geht es um seine eigene Lebensstabilität, ja, sein eigenes Inneres, ja. Man hat hier anscheinend viele Energien drinne im Kollektiv, also ich sehe hier nicht ein gezieltes, wirkliches Oberthema bei euch, ja, sondern es ist für jeden auch was anderes. Ihr wisst aber, was um welche Stabilität von außen, um welche Nachrichten oder Informationen es geht für euch selbst, ja, wenn ihr in euch reinhorcht. Da ist auf jeden Fall was undurchsichtig, was unklar oder in euch unklar. Wobei wirklich beim Großteil es hier eher um das Außen geht, ja. Sich da nicht zu täuschen, ja, oder nicht zu denken, oh, das ist die Lebensbeständigkeit und sie ist es eigentlich nicht, ja.
Es hat nämlich auch ein bisschen was hier mit Sieben der Kelche, mit so ein bisschen Schwärmerei für jemanden zu tun, die rosarote Brille aufzuhaben und gar nicht zu sehen, wie die Person vielleicht wirklich ist. Spannende Energien. Wir schauen jetzt nochmal mit der Seelenbotschaft drauf, welcher Impuls hier noch zukommt. Ja? Was ist hier für die Wassermänner noch wichtig zu wissen? Die oberste Wolte. Jenseitskontakte. Du erhältst Botschaften aus der geistigen Welt. Habe keine Angst. Ja, das heißt hier wirklich auch nicht unbedingt, dass es nur Jenseitskontakte sein müssen, sondern dass es einfach aus der geistigen Welt an sich ist, ja. Dass man einfach Impulse aus dem Universum kriegt, ja. Das kann zum Beispiel sein Zahlenkombinationen, die man immer wieder sieht, ja. Das kann sein, dass sich auf einmal Situationen anders fügen, als man sich gedacht hat, dass so ein Impuls kommt. Ja, genau in die Richtung soll ich gehen, ja. Man soll hier auf die Nachrichten, die von außen kommen. Also es muss nicht unbedingt von einem Gegenüber, es kann auch hier Botschaften aus der geistigen Welt sein für den einen oder anderen. Spannende Energien auf jeden Fall. Bei euch, nehmt bitte wahr, was da um euch rum passiert und hört auch ganz klar in euch rein, ja. Was bewegt euch da gerade? Also dieser Impuls kommt bei mehreren Sternzeichen für diese Woche. Also irgendwie hat es viel bei vielen mit inneren Prozessen zu tun. So, wir schauen jetzt mal, was wir noch für eine Portalkarte dazu kriegen. Ja, die wollte weg. Die hat sich festgeklammert gerade. Erdinneren. Hier geht es wirklich Wurzelchakra. Stärke und Sicherheit. Fundamente legen. Leute, habe ich nicht gerade am Anfang der Legung hier mit Verwurzelung und Fundamenten geredet? Hier geht es um euch selber im Fundament. Ja, in dem, was euch ausmacht. In dem, was ihr in eurem Leben manifestieren wollt, verankern wollt. Hier geht es von der Energie auch wirklich den dunkleren Tunnel der Unklarheiten, den wir hier haben, zu verlassen in Richtung die Sonne, ja, zum Tageslicht zu gehen, ja, Stärke zu beweisen, ja, und vielleicht auch die rosarote Brille oder die Unklarheiten zu beseitigen. Spannend. So, dazu möchte ich jetzt gerne noch ein Krafttier. Für die lieben Wassermänner, was ist hier am beitragendsten? Was bringt die Wassermänner am weitesten? So, im Kollektiv. Da hat es gestoppt. Der Jaguar. Vermittler sein, bereit sein für mehr, das Nicht-Alltägliche ergründen. Ja, das Nicht-Alltägliche, ja. Die Jenseitskontakte, der spirituelle Weg, ja, sich der geistigen Welt zu öffnen, ja. Ja, und einfach bereit sein für mehr, als man hat, ja. Wirklich hier aus dem, was man hat, in die Sonne zu gehen. So Unklarheiten beseitigen. Ganz, ganz spannende Energie bei euch, liebe Wassermänner, was da so diese Woche passiert. Wir schauen nochmal mit den Engelskarten. Welcher Engel ist hier am beitragendsten? Für die lieben Wassermänner. Was darf ich hier übermitteln? Da wollte sie weg. So, wenn du gut für dich sorgst, nutzt das allen. Gönne dir heute etwas Entspannendes, wie eine Massage oder ein Meersalzbad. So, ihr Lieben, um euch selber kümmern, ja? Wirklich diese Unklarheiten rausnehmen. Und ich habe auch so das Gefühl, für den ein oder anderen hier im Kollektiv eine wirkliche spirituelle, lebenserweiternde Schritt zu gehen, ja, aus irgendwas, was einem unklar ist, in der Beständigkeit, in der Verwurzelung, in der Sicherheit. Sehr, sehr spannende Legung, liebe Wassermänner. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche.
Ja, die anscheinend von der Energie sehr, sehr tiefgründig sein wird, ja. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, der ist noch ganz neu. Und ja, wenn ihr es teilt und kommentiert und wenn wir uns hier wiedersehen. Bis dahin, habt eine schöne Woche, eure Sophia.